Recht herzlich willkommen zur 38. Folge von Kerbal Space Programm. Ja, wir sind oben im Himmel, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Wir kreisen hier drum. Da werden wir mal einsteigen. Und was ich da jetzt dann gelesen habe vom Dralo, da war einige Dinge, die man da alles machen kann. Aber in diesem Fall geht es darum, dass wir hier ja erstmal gucken können. Oh, das haben wir jetzt erwischt. Man sieht das hier im Dunkeln nicht. Wir sind gerade auf der Rückseite zugange. So, jetzt können wir mal sehen, dass wir erstmal hier gucken. Statusbericht ist nichts. Kommen wir gerade zurück und okay, da kommen wir ins Space Center. Ja, eigentlich sollten wir vielleicht jetzt mal gucken, wir können das ja aussteigen, ne? So, wo ist er? Da ist der kleine Mann. Und jetzt können wir einen Statusbericht mal antworten, oder? Geht das? Geht wohl nicht. Eva Report. Da, jetzt haben wir ihn. So, das war das, was ich haben wollte. Ich weiß nicht, ob wir genug Strom dafür haben, aber wir senden das doch dann gleich mal, oder? Cool. Board. War jetzt nicht gemacht. Experiment ansehen. So, jetzt können wir das senden, ne? Ich glaube, es waren 100%, ne? Ja, da oben steht's. Jetzt nur die Frage, wie viel Saft haben wir noch? Oh, da ist sogar noch was dran, was gehen würde. Gut. So. Nochmal hier rein. Ja, ich weiß jetzt nicht. Die Kuh meldet sich aus dem Wald. Ich glaube, jetzt habe ich glaube das weggemacht, oder? Okay, das hat nochmal Erfolg gehabt. Das war jetzt auch gut so. Ja. Das hat jetzt geklappt. Wir haben noch minimal Treibstoff. Den müssen wir gleich an der Apoapsis dann ja benutzen, um wieder zurückzukommen, ne? Wir sind jetzt aber noch auf dem Weg hier in die Entfernung. Also man nicht meinen, dass man hier schon 1,3 Millionen Meter weg sind, ne? Ja, dann machen wir erstmal hier schneller. Und ja, ich glaube, wir können da nochmal weiterfliegen einfach und ist gut, oder? Ja, ich habe übrigens hier zwei Mods installiert. Die hatte mir der Dralo empfohlen. Müssen wir uns auch drum bemühen. Ich habe sie erstmal installiert, will jetzt diese Mission zu Ende bringen. Ist ja auch eine Entscheidung, die wir schaffen müssen, ne? Ja, machen wir mal schneller. Und dann mal langsamer wieder. Da müssen wir jetzt erst in Position kommen. Hier ist die Apoapsis, 65.600. Da müssen wir ja dann in die andere Richtung, also bremsen, sozusagen. So, ich sehe gerade, das RCS ist an, aber das SAS ist nicht an, ne? Obwohl es jetzt erstmal ziemlich egal ist, glaube ich, ne? Ob es an ist oder nicht. So. Jetzt können wir noch ein bisschen vorrücken wieder. So, nicht mehr so schnell. Langsamer. Okay, wir sind nicht mehr im Weltall. Die Musik ist nämlich aus. Okay. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Unter 70.000 Meter. Das heißt, wir würden so oder so schon abstürzen, oder? Müssen wir hier gerade mal wieder einfangen, unseren Punkt.
So, und dann können wir eigentlich Schub geben und dann müssten wir runterkommen, oder? Aber ist das hier richtig? Ja. Müssen wir nicht diesen Punkt runter machen? So viel haben wir doch gar nicht mehr, ne? An Treibstoff oder wie war das? Ja, vielleicht reicht es ja doch noch. Brennen wir es leer, oder? Wir sind ja auf jeden Fall. Ne, dann machen wir es hier ja größer sogar. Das ist ja schlecht. Das wird kleiner, das ist schon mal klar. Nur dem All. So, jetzt geht's runter. Und da auch, ne? Ja, da sowieso. Okay. Ich mach's jetzt ganz einfach, ne? 1000, ne, 1 Million. Ja, hier kommen wir auf jeden Fall runter und dann werden wir auch durch die Atmosphäre, die da vielleicht ist, auch runterkommen. Es ist noch was drin, so ist nicht. Es wird aber knapp. Aber hier kommen wir ja auch runter. Ich hoffe, dass wir dann auf Dauer auch doch noch verlieren, ne? Die Atmosphäre ist natürlich hier oben ziemlich dünn, ne? Ich hoffe, das funktioniert so, wie wir das vorhaben. Ja, da ist jetzt alle. Und jetzt sind wir bei 610.000. Und das ist 62.700. 610. Ja, wir werden mal gerade eine Runde machen. Und gucken, ob sich da was ändert. Oder ob wir dann doch Rettungsaktionen starten müssen. So, hier wird ja jetzt nichts kleiner, wenn dann auf der anderen Seite, weil wir da in Körbennähe kommen, ne? Also wenn, dann müsste sich gleich was ändern, wenn ich da keine Musik mehr höre. Und ich will hoffen, dass sich da was ändert. Okay. Ja, es geht runter. Definitiv werden wir abgebremst. Auch wenn es nicht viel ist, aber wir werden abgebremst. Hier geht's jetzt nicht weniger, oder? Doch, das wird auch weniger. Ja, dann ist ja alles gut. Wir kommen auf jeden Fall an. Und von Mal zu Mal nimmt das dann ja auch ab. Auch wenn wir jetzt gleich durch sind, erst wieder. Wenn wir wieder im All sind, dann ist gleich wieder erstmal nichts. Dann müssen wir eine Rundreise machen, einmal schnell. Ein bisschen wieder eintauchen in die Atmosphäre. Wenn wir 70 sind, dann ist es wieder vorbei. So, jetzt ist, passiert wieder nichts mehr. So, wir sind noch zu nah. Jetzt geht's besser. So, jetzt kommen wir schneller. Der wird
will immer auf den Mund fokussieren. Ich weiß gar nicht warum. So. 598.000, ne? So, da geht's nicht mehr so schnell los. Jetzt sind wir wieder in der Atmosphäre. Und ja, müssen wir ein bisschen warten, ne? Bis er runterfällt. Hier nimmt's auch ab. Schneller geht's gerade nicht. Ja, das sind jetzt, keine Ahnung, 15.000 Meter auf der Seite gewesen, weniger. Jetzt sind wir wieder drinnen, oder? Im Weltall, aber es fällt sogar noch ab. Ich hätte jetzt nicht mitgerechnet, dass es da noch abfällt. Okay. Hat die Anziehungskraft noch so viel Möglichkeiten. So. Okay, das bedeutet ja, wenn das noch auf 120 auch noch weniger wird, dass es alles kein Problem ist. So, jetzt, na, da ging er auch noch runter sogar. Gut. Gibt es eine Höhe, ab der hier umgeswitcht wird? Müssen wir mal gucken. ...184, das ist bei 200.000 Meter. Dann sind wir schon drüber. Und 250. Ja, könnte sein. Nee, geht auch gar nicht. Oder muss ich jetzt einmal ausmachen? Ah, ich muss einmal ausmachen, wieder anmachen, dann geht's. So, jetzt fahren wir wieder runter. So, wieder schneller laufen lassen. Verlieren wir wieder an Höhe. Ja, gut. Hier haben wir jetzt so ein Zeichen mehr bekommen. Das ist von einem Mod dann, den wir aber wahrscheinlich irgendwie bautechnisch erst machen müssen. Das ist irgendwie eine Platine, habe ich so verstanden, die wir anbringen müssen, damit wir da was von haben. Und hier? Ja. Achso, wir haben ja noch ein paar Tests. Haben wir die denn überhaupt? Da haben wir die ja gar nicht bestanden, ne, oder? Aber es funktioniert jetzt auch nicht mehr, weil wir den Orbit nicht mehr schaffen. Na, aber Pech gehabt. Egal. Ja. Okay, wieder rum. Ein, können wir da Vollgas machen, eingetaucht. Wird jetzt ewig dauern, aber ich glaube, ich könnte das eigentlich unterbrechen und ich wieder später zuschalten, weil das wird ja ewig dauern, denke ich mal, ne? Ja, das bringt, glaub, nix. Ja. Da passiert jetzt nicht viel, ne? Das sind jetzt 62.000. Wir sind da gerade mal jetzt 50.000 weniger. Da sind noch zig Umdrehungen. Da werde ich ein Stück rauslassen für euch, ne? Bis es dann irgendwo interessanter wird. Gut. Dann würde ich mal sagen,
schneide ich was weg und bis gleich. Ja, jetzt sind wir auf einer Höhe von 57.000 Meter hier angekommen. Das sind ein paar tausend Meter nur und hier haben wir ein paar hunderttausend Meter weniger. Sind, ich glaube, in der vorletzten Runde vielleicht. Müssen wir mal gucken. Wir kommen nochmal hier jetzt gleich raus. Oh, dauert sogar noch eine ganze Weile. Ich denke, den drücken wir nicht mehr so weit runter. Wir werden noch einmal ins Weltall hochkommen. Und dann schauen wir mal. In der nächsten Runde müssten wir eigentlich dann in die Atmosphäre ganz eintauchen können. Ja, definitiv. So, wir hören noch keine Musik, deswegen ist das Weltall noch nicht erreicht. Aber jetzt sofort. Und dann müssen wir einmal zurück und dann können wir schneller. 120.000 geht also nicht schneller, da bleiben wir sowieso drunter. Da drehen wir einmal schnell rum. Ja, ich habe eben den Fehler gemacht. Hier ist die Apoapsis, das war ja das Weitere. Das Nähere ist ja die Periapsis und ich habe hier Gegenschub gegeben. Hätte ich den, glaube ich, da gegeben, dann wären wir auch viel schneller unten gewesen. Ist jetzt passiert. Müssen wir nächstes Mal gucken, dass wir da so einen Fehler nicht wieder begehen. Aber das ist halt, erst war die Apoapsis hier. Dann erweiterte sich ja der Orbit auf der einen Seite. Die Umlaufbahn wurde dann immer größer. Und dann wechselt natürlich Periapsis und Apoapsis sich ab. Hier war es dann näher zum Planeten wie auf der anderen Seite. Das war mein Fehler da, ne? So, ich denke aber jetzt müssten wir eigentlich runterschaffen, oder? Wetten können nur angenommen werden, aber ich glaube schon, dass es jetzt hier so weit runterfällt, dass wir da gleich unter 70.000 sind, dann bremst es ja die ganze Zeit. Hier geht's auch jetzt schon rapide runter, also ist schon, das muss jetzt klappen. Ich zoome mal ein bisschen rein. Ja, es wandert auch vor uns her. Ja, genau so ist es. Da werden wir gleich irgendwo eintauchen. Ja, da geht's es. Hier ist wieder Nacht, wir sehen wieder nichts, wo wir runterkommen. Nachher nur aufpassen, dass wir hier passend sind. Ja, 32.000. Ja, da hinten irgendwo kommen wir nachher runter, aber wo? Gute Frage, ne? So, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Da hinten irgendwo gehen wir ins Meer. Jetzt müssen wir aber gucken, dass wir nicht falsch unterwegs sind. Was ist passiert? Warum hat das gerade geknallt? Was ist kaputt gegangen? Das ist die Frage, ne? Ich weiß nicht was. Ist der Schirm kaputt? Der flackert da so. Das wäre fatal, wenn der jetzt kaputt gegangen wäre. Ja, wir sollten vielleicht auch gucken, dass wir da noch was absprengen, ne? Aber ich glaube, jetzt haben wir was Falsches. Ne, das war schon okay, dass es abgesprengt ist. So. Ist nur die Frage, warum er hier blinkt. Ich will nicht hoffen, dass er kaputt geht. Da habe ich überhaupt nicht daran gedacht, dass wir hier noch, ne? Was dran haben. Oh, da kann man schön sehen, was da vor uns herflog, so leicht rot. Sieht man da gerade noch. Oh, oh, ob der noch funktioniert. Auf 10.000 Meter, ne? Zwischen 1.000 und 10.000 Meter müssen wir da. Wollen wir jetzt wieder auf, oder wie sehe ich das? Nein, das entfernt sich noch mehr. Ja, wir haben eine niedrige Flugbahn, ne? Das
auch nicht unbedingt, glaube ich, gut, ne? Hier sieht man, wie rot schon leuchtet. Das ist noch höher, ne, oder? Das kann aber auch täuschen hier. Gut. Jetzt kommen wir gleich in die nächste. Im nächsten Bereich der Atmosphäre, keine Ahnung, wie die da heißen, so Stratosphäre gibt es ja und ich weiß aber nicht, welche drin ist. Schon zu lange her, dass ich das mal gelernt habe. So, jetzt geht auch die Fallgeschwindigkeit höher. Jetzt müssen wir gucken, dass wir die Geschwindigkeit noch passend haben und das ist gleich schon erreicht. Da kommt der Haken. Jetzt müssen wir noch 4000 Meter abwarten. Dann können wir den Fallschirm rauslassen. Ne? Wir müssen aber schneller sein wie 300. 10. Ja, das wird eine knappe Angelegenheit. Nee, hat nicht geklappt. Pech gehabt. Schade. Der Test hat auch nicht funktioniert, aber der Schirm ist wenigstens da, obwohl er sogar blinkt hat. Das war wirklich der eine gegen andere, andere ging aus, ne? Ja, Schicksal. Ist so, ne? Was ist das für Symbolik hier dran? Wie kaputt das ist, oder wie? Die Antenne hat es auch ein bisschen. Das ist das ganze Gerät wahrscheinlich und das ist hier der Fallschirm, wie wohl der einen Schaden genommen hat oder wie sehe ich das. Hat wohl mit den Mods zu tun, ne? Gut. Der leuchtet rot, oder? Auch egal. Oh, da hinten ist ein Spiralnebel. ...2700 Meter, aber wir werden vorher aufkommen, so wie das aussieht hier. Wir sind irgendwie in so einem Hochgebirge. Da haben wir noch irgendwie was. Ach so, jetzt geht der Schirm gerade auf, alles klar. Ich war gerade schon überlegen, was war das? Ja, gut, ne? Bisschen haben wir was erreicht. Wir hoffen, dass wir gleich sicher gelandet sind auch. Ist noch ein bisschen Sorge. Den machen wir mal rein, dann sehen wir besser den Boden, oder? Ist auch nicht mehr viel. Hochland hier, ne? Tja. Geld. 37,4 Science haben wir. Ja. Gut. Kommt der Boden. Gleitet ganz schön langsam der Schirm, ist das sonst auch so gewesen. Ja. Dauert und dauert und dauert, ne? Ist hier eine Schlucht so steil von an oder was? Seitenwind, ne? Deswegen ist es immer tiefer. Machen wir schneller, hat ja keinen Sinn. Habe ich das sonst auch schneller gemacht? Ich weiß es gar nicht mehr. Ja, glaub schon. So, und dann sind wir unten. Bricht uns leider noch die Dingens ab? Nein, doch nicht.
Ja, dann können wir das Gefährt bergen. Gucken wir kurz rein an das Ergebnis. Wenn es denn kommt. Ja, 37,4 steht da immer noch. Wird auch nicht mehr, oder was? Ja, ist wohl so geblieben. Da kriegen wir ein bisschen Geld wieder. Nicht viel. Keine Erfahrungspunkte, oder wie? Naja, ein bisschen. Gut, dann würde ich aber erstmal sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei wärt. Und ja, bis dann. Tschüss.